Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Legend of Zelda Skyward Sword! Jo, im letzten Part haben... Ich hab wieder Jo gesagt, scheiße. Im letzten Part haben wir den Tempel des Himmelsblicks noch einmal betreten, um Quellwasser für den Wasserdrachen zu holen, da ihn dieses Arschlochkind Gera eben angegriffen hat. Ja, das haben wir ihm im letzten Part gegeben und er hat uns jetzt den Weg zur ersten Tempel der Heiligen Flamme geöffnet. Das ist jetzt schon der vierte Tempel, den wir betreten. Oh mein Gott, wie viele Tempel gibt es wohl schon in dem Spiel? Ich weiß es, aber ich sag's euch nicht. Yeah! Wir betreten jetzt den Tempel. Dieser Tempel ist schon cool. Muss man ehrlich sagen. Wirklich. Also ich finde ihn cool. Höhlenheiligtum. Sorry, ich musste eben kurz was hören. Ich musste eben kurz was hören. Aber anscheinend war das doch nichts. Ich dachte, jemand hat hier laute Geräusche gemacht. Also, gejault. Mein Hund zum Beispiel. Ja, ich hab einen Hund. Toll, ne? Speichern ist wunderbar. Ach ja, das eine Spielchen kommt ja jetzt gleich. Ich weiß schon, welches Spielchen gleich kommt. Die Symbole auf der großen Steinstatue lehren dich die Sitten des Landes. Zuerst der Nacken, als nächstes der Rücken, dann den rechten Handrücken, dann die linken Handrücken. Okay. Ich weiß schon, was kommt, aber ich glaube, wenn es... ihr werdet gleich sehen, was ich meine. Oh mein Gott, Wackelpudding! Er meldet sich zurück! So. Dann öffnen wir doch mal die erste Tür. Und gehen doch mal in die erste Tür rein. Ich höre immer noch was. Warte mal. Nee, doch nicht. War vielleicht mein Stuhl. Keine Ahnung. Ich höre irgendwas auf jeden Fall. Wow! Scheiße, wir kommen nicht mehr zurück. Sorry Leute, dass das so lange gedauert hat. Ich habe kurz was geguckt. Und da war meine Mutter ist nämlich gerade wieder zurückgekehrt. Hoppsala. Da sind Spinnen.
Spinnen, Spinnen sind scheiße. Und eklig. Bam. Ich kann nicht weiter. So. Der war ganz schön nah. So, ach ja, jetzt, Leute, jetzt werdet ihr sehen, was ich meine. Jetzt werdet ihr es sehen. Ach ja, und dass es so lange gedauert hat, das werde ich wahrscheinlich dann eben einfach schneiden. Trifft die vier Steine, wie es die Sitten des Landes verlangen. Und der Weg öffnet sich. Genau. Er ist ja oben, unten, dann rechts, dann links, oder? Nee, oben, unten, rechts. Links, nee. Oben, unten, links, rechts. Okay. Oben, unten, links, rechts. Oder rechts, links. Nee, oben, unten, rechts, links. Scheiße, egal. Vielleicht habe ich mich auch nur ein bisschen verlesen. Keine Ahnung. Hätte ja sein können, dass die vielleicht einen kleinen Fehler in dem Spiel gemacht haben. Nein! So ein Scheiß. Komm, jetzt schaffe ich es aber. Jetzt schaffe ich es aber. Jetzt schaffe ich es aber. Genau, ich habe doch gesagt, ich schaffe es diesmal. Nein, ich muss... Ey. Komm schon, das ist doch nicht so schwer. Nicht so schwer. Ja. Ich habe doch gesagt, das ist nicht so schwer. Du auch! Yeah! Warte mal, hat der gerade Selbstmord begangen? Wollt ihr gerade ins Wasser... Wasser krabbeln? Egal. Ich habe ihm geholfen. Ja, ja, du hast einen Bärstein-Halbmond erhalten. Bla, 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 bla. Cool. Schon 14 Stück. Wunderbar! Wunderbar, 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 wunderbar. Bleib, bleib. Komm, schwimm. Schwimm, Link. Schwimm um dein Leben. Und dann spring! Genau! Genau so wollte ich das! 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 Und eine Truhe! Wollte ich auch haben! Es ist ein kleiner Schlüssel! Ist das nicht cool? Ist das nicht cool? Leute, wir haben einen kleinen Schlüssel gewonnen! Für eine Tür, die verschlossen ist. Und jetzt ratet mal, welche Tür wir damit öffnen können. Nein, nicht die Endboss-Tür, so einfach will das Spiel nicht. Mm-mm, niemals. Haha, ich bin durch sie, ich bin durch ihnen durchgerannt. Voll cool. Voll cool. Wir können jetzt nämlich genau diese Tür hier öffnen. Aber warte, jetzt möchte ich noch mal eben kurz lesen. Oben, unten, links, rechts, ne? Oder? Nee. Ja, guck, guck, guck. Ich habe nämlich oben, unten, rechts, links gemacht. Und dann wollte er es aber anders. Oben, unten, links, rechts. Die haben doch einen kleinen Fehler gemacht. Ein ganz kleinen. Oder sollte es so sein? Sollte man sich ein bisschen verarscht fühlen? Ach, ich hab doch keine Ahnung, Mann. Ich habe doch keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Nee, hab ich nicht. Nee, hab ich nicht. Und guck mal, Leute, da war schon die Endboss-Tür. Gebeta, meine Analyse hat ergeben, dass sich im oberen Bereich ein großes Tor befindet. Durch das wir noch nicht durch können. Wir springen einfach runter. Oh.
Oh oh. Es ist hässlich. Aber cool. Und stark. Und zieht mir ganz schön wieder Herzen ab. Boah, den habe ich gegeben. Den habe ich gegeben. Oh, jetzt wird er aber sauer. Scheiße, ich habe nicht mehr viel. Ich soll jetzt gut aufpassen. Oh nein, oh nein. Aber warte, was ich jetzt machen werde, ist... Genau das. Haha. Und er hat mir wieder Herzen abgezogen. Ist das nicht schön? Oh, mit nur einem Stech, mit nur einem Schwertstechen habe ich ihn besiegt. Cool. Wir haben den Zwischenboss dieses Tempels besiegt. Und jetzt können wir durch diese Tür mal sehen, was uns dann erwartet. Weil, wie gewohnt, nach einem Zwischenboss bekommt man ja eigentlich immer eine Tour. Eine Belohnung. Nicht wahr? Nicht wahr? Deswegen gucken wir jetzt einfach mal. Du hast die Peitsche erhalten. An ihrer Spitze befindet sich eine magische Lichtkugel, die an den unterschiedlichsten Dingen haften kann. Drücke Zeit, um dein Ziel anzubesiegen, bewege die Wii-Fair-Bride und ja, bla 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 bla, das kennen wir alle schon. Cool, wir haben ein neues Item, die Peitsche. Und die kommt ein bisschen bekannt vor, vielleicht aus Phantom Hourglass, glaube ich. Oder Stage Hex? Ne, Phantom Hourglass auf jeden Fall. Phantom Hourglass. Aua, aua, ich hab mir wehgetan, aua. Ich hab mir in das Glas wehgetan, aua. Cool. Cool. Ah ne, wo geh ich denn hin? Ah, wo geh ich hin? Ich geh ins Nirgendwo hin. Ja, wir könnten weiter nach oben. Tun wir einfach mal so aus Spaß, weil es uns Spaß macht. Was ist hier drin? Achso, ja, hier können wir hier wieder runterspringen. Tun wir aber noch nicht. Nein, tun wir noch nicht. Das tun wir noch nicht. Nein, das werden wir noch nicht machen. Nein, nein. Das könnt ihr vergessen, das Upsala, das werden wir noch nicht. Das werden wir noch nicht, aber gleich, aber später. Oder gleich. Eins von beiden, das werden wir später machen. Das ist cool, das ist sehr cool. Oh, wir kommen nicht weiter hoch, ist das nicht schön? Also kommen wir wieder nach unten laufen. Warte mal, was steht da? Suche den Schlüssel in der Tiefe. Oh nein, in der Tiefe. Unseren bisherigen Erfahrungen folgend nehme ich an, dass der auf der Steintafel erwähnte Schlüssel für den Mechanismus vor uns benötigt wird. Cool. Ja. Diese Tür lässt sich ohne Schlüssel nicht öffnen. Also, runterspringen. Nein, nein, nicht. Ich wollte nicht ganz nach unten. Ich wollte ganz... Egal. Scheiß drauf. Wir gehen einfach weiter, weil es Spaß macht, weiterzugehen. So, dann gucken wir uns mal um. Ja, genau dahin müssen wir jetzt. Aber, nee, warte mal. Nee, oder? Doch. Alles cool. Alles cool und perfekt. Die Rubine brauche ich eigentlich gar nicht einsammeln, weil... hab ja alle voll. Ich versuch's trotzdem und ich hab's nicht geschafft. So ein Scheiß, ich habe es nicht geschafft.
Es ist eine Blamage. Nein! So, in... Scheiße, Mann! So, dann drehen wir das Ding um und dann... Und dann springen wir rüber und dann ziehen wir diesen Hebel runter. Cool. Ein neuer Weg öffnet sich, offenbart sich uns. Wunderschön. Wir kommen gut in den Spiel voran, Leute. Es ist wunderbar. Wunderbar. Oh, Spinnen. Cool. Und eklig. Hahaha. Oh nein, wir kommen nicht mehr weiter. Wir kommen nicht mehr weiter. Das ist hier kein Hebel. Aber hier. Mit der Peitsche ist alles möglich. Ja, nicht jetzt das, was ihr denkt, die versauten Kinder hier. Ne? Oh. Der will uns abschießen. Das weiß ich jetzt schon. Bats. Und darf er das nicht wollen? Ne? Oh. Schleimmonster. Und Glibber. Du hast Glibber erhalten, nicht besonders hübsch, aber auch für eine Vielzahl von Dingen verwendbar. Voll cool. Bing. Und noch mehr. Und jetzt machen wir einen auf Tarzan. Oh. Vielleicht nicht lange, aber etwas. Oh nein, die haben uns gesehen, die haben uns bemerkt. So ein Scheiß aber auch. Sie haben uns bemerkt. Sie haben uns bemerkt, Leute. Wir wurden entdeckt. Das ist nicht gut. Aber es ist mir scheißegal. Boah, du willst mich abschießen. Du wolltest mich abschießen, hä? Tschüss. Die Spinne tun wir auch mal weg. Denn die stört uns doch nur. Hier bleiben. Hier bleiben. Ey, der will nicht hier bleiben. Der will einfach nicht hier bleiben. Jetzt aber. Bang. Und nun können wir einfach den Hebel nicht benutzen, weil wir runterfallen. Wie ein Noob. Ich bin ein Noob. Ich bin so ein Noob. Ich bin so ein Noob. Aber das ist mir sowas schon egal. Jetzt machen wir einen auf Tarzan. Und schaffst es schon wieder nicht. Ey, Tarzan, was bist du für ein Lappen? Lappen! Komm schon! Das ist doch nicht so schwer! Jetzt aber! Genau! Genau so wollte ich das! Genau so wollte ich das! Das ist sehr cool! Sehr cool! Jetzt können wir endlich weiter! Jetzt machen wir wieder einen Aftertan! Und genug! Ohne uns weichen zu lassen! Bam! Und bam! Nein! Bam! Genau! Genau! Oh! Ein Strudel! Sollen wir mal in den Strudel reinspringen? Sollen wir das einfach mal, Leute? Es wäre so cool, wenn der mal da rein, reinspringen würde. Dann wäre es das Wasser mit Wackelpudding gemischt. Egal, wir lassen uns nicht von diesem Monster ablenken. Wir springen einfach rein und lassen uns in die Tiefe ziehen. Nein, Spiel vorbei. Spaß. Oh mein Gott, wir sind aus den Röhren rausgekommen. Wir machen jetzt einen auf Super Mario. Link wird zu einem Klempner. Auf Super Mario. Mario ist cool. Da sind wieder ganz schön viele Spinnen.
Das noch eine Spinne? Hey du! Lenk mich doch nicht so ab! Und hier ist noch eine. Ich werde alle kaputt machen. Und nun durch das Loch durch. Los, schnell, Link. Schnell. Genau. Nein. Oh mein Gott, seht ihr das, Leute? Der Typ hat einen Schlüssel. Hey, du Lappen. Hört er mich nicht? Oh Scheiße, er hört mich. Du siehst mich nicht. Na warte du. Haha, wir haben in den Schlüssel gemopst. Du hast einen kleinen Schlüssel erhalten. Damit lassen sich Türen öffnen. Ja, ja. Der hat sich so was von geärgert. Nein, nicht mein Schlüssel, so ein Mist. So, mein Lieber, jetzt komme ich aber wirklich. Oh. Ja, hallo, ein Monster hier mit Fallen steht da so, ne? Und die gucken sich erstmal da in Ruhe um, ne? Gebieter, ich habe dir etwas zu berichten. In der Nähe befindet sich eine große Schatztruhe. Die Wahrscheinlichkeit, dass sich darin der Schlüssel befindet, der das Tor im oberen Teil der Steinstatue öffnet, beträgt 85%. Cool. Schnell, bevor er uns abschießt. Haha. Tschüss. 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 Und sag tschüss. Boah, bin ich nett, ne? Ich bin so nett. Okay, vielleicht auch nicht. Mario! Super Mario Time! Okay, jetzt nicht mehr. Jetzt ist wieder Zelda Time. Nein, nein, Link. Also wirklich. So, dann gehen wir erstmal hier. Öffnen erstmal das Ding hier. Abkürzung schon mal freigeschaltet. Falls mal irgendwas Blödes laufen sollte. Und speichern. Sehr, sehr cool. Sehr, sehr cool. Sehr, sehr cool. Sehr, sehr cool. Oh, ich bin falsche Richtung geschwommen. Ich muss ganz woanders lang. Ich muss nämlich genau da lang. Mal gucken, ob hier noch was ist. Ne, hier ist nur Geld. Geld brauche ich nicht. Hab genug davon. Oh, Entschuldigung. Nein, nein. Oh, Link. Du bist so ein Lappen. So ein Lappen. So. Jetzt gehen wir hoch. Mal sehen, was dann kommt. Dann kommen ein paar Pflanzen. Und die machen wir einfach kalt. Oh nein. Link ist erschöpft. Link, du bist ein Held. Du darfst nicht erschöpft sein. Das darfst du nicht. Das ist verboten. So, und jetzt schwimmen wir einfach durch das Loch. Da haben wir gesehen, was an Bord ist. Da ist auf jeden Fall Geld. Und Geld ist wunderbar. Aber Geld, davon habe ich genug. Upsala. Upsala. Scheiße, mir geht die Luft bald aus. Mir geht die Luft bald aus. Jetzt ist mehr. Cool. Sehr cool, sehr cool, sehr cool. Sehr cool, sehr cool. Ich habe leider gerade irgendwie nicht viel zu reden. Tut mir leid. Ja, der hätte mich gerade noch beißen können, der hier. Ah. Sehr cool. Sehr, sehr cool. Jetzt kommen wir wieder weiter. Jetzt kommen wir noch weiter. Noch mehr weiter als weiter. Hat das denn überhaupt Sinn gemacht, das Wort? Noch mehr weiter als weiter. Ich hab keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung. Oh mein Gott, der Part ist jetzt bald vorbei. Ich weiß nicht. Okay, ich hab ein bisschen überzogen, aber nur weil es ein bisschen lange gedauert hat. Hat, bis ich...
Oh, ja, weil ich kurz das Nachgucken gegangen bin. Wow, 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 nicht runterfallen, Ding. Yeah, wir sind nicht runtergefallen. Geil. Jo, der Part ist sogar schon vorbei. Der Part ist vorbei. Der Part ist vorbei, Leute. Der Part ist einfach vorbei. Deswegen würde ich sagen, bis zum nächsten Part. Ich hoffe, der Part hat euch gefallen. Danke fürs Zuschauen und wir sehen uns dann beim nächsten Part bei The Legend of Zelda Skyward Sword. Ciao!